Wir stehen hier am Rathaus Neukölln in Berlin auf einer Kundgebung von 300 Menschen für ein Nein in dem Referendum von Erdogan am 16. April. Dieses Referendum soll ihm weitreichende Machtbefugnisse geben und sein Präsidialregime etablieren. In den letzten Wochen dominierten die Medien Berichte über die Verbote von Auftritten von türkischen Politikerinnen, die für das Präsidialregime werben wollen. Bis hinein in die Linkspartei gab es Forderungen, solch ein Verbot auch in Deutschland durchzusetzen. Leute, die dies auch für Deutschland fordern, stellen sich damit aber in eine Reihe von rechten Politikerinnen, die so tun, als wäre ihnen wirklich wichtig, dass der türkische Staat nicht noch repressiver wird. Die EU ist ein Pakt zwischen den Kapitalisten und den europäischen Staaten, um ihre Interessen auf der ganzen Welt zu verteidigen. Sie führen den neoliberalen Angriffe gegen die arbeitende Klasse in Europa durch. Sie sind mit ihren Interventionen im Nahen Osten dafür verantwortlich, dass tausende Menschen aus ihrer Heimat flüchten mussten. Sie haben in der Vergangenheit jahrelang die reaktionärsten Gruppen unterstützt, um ihre Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel werden weiter Waffen geliefert, Panzerfabriken werden gebaut, das PKK-Verbot in Deutschland wurde verschärft. Mit Milliarden von Euros finanziert der deutsche Staat den EU über den EU-Türkei-Deal den türkischen Staat, damit er Geflüchtete an seinen Grenzen abhält und finanziert damit gleichzeitig auch schon seit Jahren den Krieg des türkischen Staates gegen das kurdische Volk. Ganz, ganz viele Leute klar sagen, nein, wir sind dagegen. Wir lehnen die Ein-Mann-Diktatur von Erdogan ab. Wir lehnen die Faschisierung der Türkei ab. Während dieses Spiel gespielt wird, geht die Kriminalisierung der Kurdinnen von Kurdinnen weiter. Nach einem Anlass der Bundesregierung soll das Zeigen von Symbolen von kurdischen Organisationen und Institutionen, zu denen auch die RKK und JRK gehören, strafrechtlich verfolgt werden. Um Erdogan zu bekämpfen, müssen wir uns gegen die Bundesregierung stellen. Dafür müssen wir uns mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten in Deutschland zusammentun, um Druck auf die Bundesregierung aufzuüben.